Ja, ich denke, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben uns das 1-0 redlich verdient. Am Ende, wie das Tor gefallen ist, war es ein bisschen ärgerlich. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, auf die wir wirklich aufbauen können und stolz sein können. Dann hat es halt nur vielleicht zu einem Punkt gereicht. Wir hätten sicherlich uns auch die 3 verdient, aber gut, nehmen wir gerne mit und fahren damit nach Hause. Ärgerlich, dass wir halt nicht die 3 Punkte mitgenommen haben, sondern nur 1 Punkt. Es ist ein sehr intensives Spiel gewesen. Wir haben sehr gut angefangen, sind auch verdient in Führung gegangen. Wussten trotzdem in der zweiten Halbzeit, dass es halt sehr, sehr, sehr gefährlich sein wird, weil halt alle, so wie ich sie immer gesehen habe, die werden halt alles nach vorne werfen und kriegen wir einen späten Ausgleich. Ja, wir hätten natürlich, wenn wir 1-0 führt, würden wir das Spiel gewinnen, aber aufgrund der zweiten Halbzeit hat Halle schon sehr viel Druck gemacht, wir haben nicht mehr so eine Entlastung gehabt. Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein und ich habe am Donnerstag gesagt, dass wir gegen keinen Ostverein die Saison verloren haben und das bleibt auch so und deswegen auswärts einen Punkt, zu Hause gewinnen, sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn es einen Kritikpunkt an meiner Mannschaft gibt, ist in dieser Phase, wo wir ein klein bisschen unter Druck stehen, kann später in der zweiten Halbzeit, dass wir halt da etwas cleverer wirken, dass wir vielleicht den Ball festmachen vorne, den Ball wieder nicht so schnell wieder abgeben, aber sonst, ich hab mich sehr gefreut für meine Mannschaft, weil die halt wirklich alles auf den Platz gelassen haben und schade, dass es nicht 2 Punkte mehr sind, aber gegen so eine Spitzenmannschaft auswärts Punkte mitzunehmen, das ist in Ordnung. Ich denke schon, dass es eigentlich ärgerlich ist, dass man den Punkt mitnimmt. Aufgrund der zweiten Halbzeit, muss man schon sagen, war Halle die bessere Mannschaft, auch mit mehr Spielanteilen. Und ja, deswegen denke ich, geht der Punkt hier in Ordnung. Ich wollte mich halt nochmal bei Thorsten nochmal bedanken. Nach dem Spiel war von meiner Seite so eine Szene, wo ich auf Backs zulaufe. Das macht man nicht als Trainer, aber das Gespräch mit Thorsten war sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür und dir mit deiner Mannschaft alles Gute. Ich denke schon, habe ich kein Geschenk bekommen vom Torwarttrainer von Halle. Nehme ich heute mal mit, das Ding.